gerade sehr seltsam aus, was der gemacht hat mit seinem Hals. Ah, ja, da sind wir wieder. Diesmal mit einem funktionierenden Panda. Ja. Allerdings habe ich jetzt hier noch das Problem. So, jetzt ist Sabi da. Ja, und hallo. Der Kleine kommt hier rüber. Ja, perfekt. Gut, dann können wir eigentlich loslegen, oder? Oh, ja, können wir. Ich bin gespannt, was du da alles gemacht hast. Ich habe ja noch nichts gesehen. Ich muss dir jetzt eine... Oh, da ist wieder der Chat. Ja. Ich kann ihn auch ein bisschen höher machen, wenn... Ja, das wäre ein Träumchen. Dann kann ich nämlich hier rüber, siehst du? So? Vielleicht? Ja. Perfekt, perfekt. Ich musste nämlich jetzt eine Woche in Therapie gehen, weil Frauchen gesagt hat, ich bin zu aggressiv gewesen hier in den Streams. Deswegen waren wir auch nicht live. Es lag an mir. Und ich freue mich jetzt einfach. Und ich war auch krank, also es lag an uns beiden. Ja, Sabi war auch krank. Warum hat das Spiel da einen random Haushalt einziehen lassen? Weil... Da kommt kein random Haushalt rein, das wird die Evine WG. Du warst dem Spiel zu langsam. Nachdem ich die fremden Sims jetzt erstmal rausgeschmissen habe, die Mietnomaden, können wir uns mal die Evine WG angucken als erstes. Ja. Das mache ich mir. Ich muss die Sims noch erstellen. Ja, hab ich alles geschafft. Oh. Na, Schnuckiputz, wie geht's dir denn? Hier. Hier haben wir einmal die Ebene WG. Das hier ist Maritos Haus. Das hier ist. Hier wohnt Tine und Soraya und hier wohnt Eva. Oh. Ja. Marita, die Bonze. Ja. Ja, mir geht's auch ganz gut. Er hat hier einfach so Fotos von random Personen bekommen. Einfach so, die hat er alle mal gestalkt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Marito, der kleine Stalker. Ja. Hier. Tine und Soraya haben sogar ein Aquarium. Okay. Ja. Das ist hübsch. Ich habe auch ein Aquarium. No. Also, Rauchchen hat eins. Und hier, das ist cute, guck. No. Gott. Ist das süß. Dann geht's hier weiter. Aber weißt, was mir gerade auffällt? Was? Ich habe keinen Ton. Oh. Wieso habe ich keinen Ton? Du meinst jetzt in-game oder im Stream? Im Stream. Nee, warte. Dann hören die Zuschauer mich doppelt. Mach lieber den Stream im Discord an, dann hast du nämlich nur das Spiel. Stimmt. Ach, Juni. Oh. Hallo, Juni. Ist der ein besonders cute Psychopath? Ja. Ich versuche mich heute ein bisschen zu benehmen. Und nicht so, ja. Ne? Jetzt habe ich Sound. Okay, sehr gut. Perfekt, vielen Dank. Dann hier ist das Schlafzimmer und das Bad. Ja. Hier, das ist von Tine. Oh Gott, Juni macht Mathe. Viel Spaß hier. Slow-mo! Muss das sein? Das ist ein Sims-Stream. Ach, der Screen. Oh mein Gott, wieso? Und hi, Wolf, Junge, hi. Warum so traurig? Werden nicht alle Texte angezeigt? Okay, ja, Ben, du auch hier. Hallo, Ben. Ja, ich wollte bei dir auch schon so oft vorbeischauen, aber jedes Mal streame ich dann selber. Mann. Und hier, das ist Sorayas Zimmer. No.
Oh, da wird sie sich aber richtig freuen. Und hier, das ist halt auch voll süß, die Wolken. Ja. Ach Gott. So knuffig. Und hier, das ist der Garten. Jeder hat halt so eine kleine eigene Partei. Und dann haben sie zusammen noch einen Pool. Oh. Und Whirlpool. Juni hat gerade quer übers Blatt gemalt, die Arme. No, das ist nicht gut. Juni sollte man nicht tun, nicht in Mathe. Das ist. Du hast Lottes Allee beendet. Nee, nicht beendet, Wolf Junge. Es ist pausiert. Alles gut. Alles gut, aber der Surfer muss ja auch bezahlt werden und drei, das wird dann irgendwann zu viel. Und Ja. Schwalle ist ja momentan auch noch nicht mehr so gehypt auf das Projekt und ich habe auch nicht die Zeit. Deswegen Walt Disney und Herr der Ringe. Da könnt ihr ja auch bauen, nur halt nicht da, wo ich baue. Wolf Und Junge, jetzt alles gehen wir gut. mal zu René. Ja. Mal gucken mal. Yay, René! Hallo! Ja. Und zu deinem Hund, dem anderen René. Du hast deinen Spaß mit den Sounds, ne? Slow-mo. Ja, es ist Jetzt, ihm wo doch er, seine ja, Freude jetzt, wo er weiß, haben. wie das funktioniert und wo es zu finden ist, jetzt hat er seinen Spaß. Den behandelst du gut, deinen René-Hund, ja? Also man wird sehen, wie er ihn behandelt. Oh. Das war für Wolf, Junge. Oh. Ah ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben mit dem Projekt, mit den Zeiten und so. Wenn du möchtest, kannst du es sagen. Also, mich stört's nicht. Ja. Also wir haben uns jetzt gedacht, jeden Tag wird uns, also wird vor allem mir auch zu anstrengend, weil ich habe ja auch noch ein paar andere Projekte im Laufen. Wir werden Montag und Donnerstag von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr fix streamen. Und das, was sich Slowmo gewünscht hat, hier die eigenen Sims zu synchronisieren, da werden wir abends einfach mal so einen random Stream raushauen, wenn vielleicht gerade mal alle Bock drauf haben. Was heißt alle? Ein paar mehrere Bock drauf haben. Und dann machen wir mal ein bisschen Genau. Blödsinn. So wie es halt passt. Ja, ich hoffe, das passt für euch. Weil eigentlich dachte ich zuerst vielleicht, dass wir 17 Uhr streamen, aber das ist alles, es fällt so in den Tag rein. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Es kollidiert mit Sabis Rhythmus und mit meinen auch ein bisschen. Ja. Ja, dann mache ich mal hier weiter. Hier haben wir Renés Vorgarten. Ja, dann geht es hier zu ihm rein. Hier ist sein Wohnzimmer. Okay, da hat der kleine René, der Hundi, Oh, René hat René auf den hingepinkelt. Teppich gepinkelt. Das ist lustig. René, kann das sein, dass du deinen Hundi doch nicht so gut behandelst, weil er auf den Teppich pinkelt? Der Oder ist einfach nicht war das? stubenrein. Ah, okay. Normalerweise sagt man, wenn man psychische Probleme hat, nässt man sich noch ein. Ja, oder wenn man es als Welpe nicht No, beigebracht God, bekommen please, hat. no, 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 No. Wieso no, no? no! Oha, direkt einsperren. Dann hier ist die Garage. Oh, wow, René hat einen Karren. Und hier ist die Bar, also hier ist das Badezimmer. Ja. Hier ist die Küche. In dem Teppich. Und hier ist Oh. das Esszimmer. Ja. Das ist schön. Und dann geht's hier hoch. Hier ist das Schlafzimmer mit der süßen Okay. Tapete. Okay. Und hier ist das Gamingzimmer Ja. mit dem Heimkino. Also dir geht's richtig gut, René, ne? Muss man Ja, ja und schon mal sagen. er hat hier Gammelessen. Wir leben in einer WG, jeder mit einem kleinen Zimmer und René hat hier voll die Bonzenbude.
Die hat er vom Hund geerbt, weil, also die Story dazu ist halt, der ehemalige Besitzer vom Hund, der war sehr reich und hatte dieses große Haus, ja. Und dann ist er gestorben und hat eben im Testament verewigt, dass derjenige, der sich um seinen Hund kümmert, das Haus erbt. Okay. Und René hat dann gesagt, er kümmert sich um den Hund und dadurch hat er dieses Haus bekommen. Dann frage ich mich allerdings, warum dieser Hund noch nicht stubenrein ist. Der hatte vorher Bedienstete, die mit ihm rausgegangen sind. Ach, der Und musste hier nicht ist der zurückhalten. Pool. Hier ist der Pool, hier der Whirlpool mit Bar. Und jetzt Er kommt's grillt Bananen. Zum Wichtigsten. Ja. Oh Gott. Hier, das Hundezimmer. What the hell? ja. Die Bude ist gefühlt 400 Quadratmeter groß, ja? Ja. Und der Hundi kriegt einen kleinen Raum unter der Treppe, ja? Ja, der bekommt die Harry Potter Kammer. Ah. Ja. Bye bye, Slow-Mo. Und ja, tschüss, bis Slow-Mo. Später. Tine, bye bye. Oh, oh, guck mal, wer da vorbeikommt. Oh, hier. Oh. Demon kommt René besuchen. Da sagen wir gleich mal Hallo, oder? Du behandelst René wie ein König. Also wie ein König sieht das ja jetzt nicht aus. Ganz ehrlich. Ja, René, da ist er doch. Und natürlich zur Begrüßung. Oh mein Gott. Werden die sich jetzt erstmal küssen, das ist doch ganz klar, oder? Ich meine, wenn jemand schon freiwillig kommt, oder? Ja, Männerbesuch. Mhm. Sollen wir die beiden noch ein bisschen was machen lassen oder sollen wir weiter zum nächsten Haus? René, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein bisschen Knickknack gerade? Ich will auch noch was einstellen. René doch immer. Pam, woher weißt du das? Ja, lass also, die. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir zum nächsten Haus weitergehen. Ja, lass die. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich glaube, die sind. Also, du hast oh, da. Oh, guck mein mal, Gott. Die sind schon dabei. Die sind. Ich habe sie okay. nicht mal befohlen und die sind schon dabei jetzt. Die haben richtig Bock. Die haben aber richtig Die machen Bock. Das halt wirklich schon von sich aus. Ich habe. Das hat man ja gesehen. Ich habe nicht draufgeklickt, dass sie machen sollen. Eieieiei. Oh, ich trinke dir aber meinen Kaffee. Nee, lass wir die zwei Spaß haben im Schrank. Automatismus bimsen. Genau. Ist doch schön, oder? Wie das Schnütchen geht, wenn er Kaffee trinkt. Wahre Liebe, ja. Ich sag da nichts dazu, weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass Dämon schon den einen oder anderen hatte hier. Ja. No. Oh. Ist doch süß. Ja. Aber jetzt sind wir fertig und gehen in verschiedene Zimmer. Oh mein Gott. Und wir gehen jetzt auch weiter. Ja, lass weitergehen. Besser ist das. Ist doch schön, oder? Mhm. Mhm. Es ist ganz toll. Ja. Jetzt gehen wir mal zu Pam und Sam nach Hause. Da werden wir dann nämlich sehen, was da so, ja, noch was mit René wird da sofort zu finden sein. Oh oh. Ich bin schon gespannt und hab Angst. Ja, Abschiedskurs. Ja, okay. Ja. Also das ist das Haus. Hier auch mit Vorgarten. Oh, voll schön. Und dann ist hier der Garten. Und hier ist der Wohnwagen. Das ist Pams Wohnwagen. Ja. Den hat sie sich gewünscht. Na. Und hier mit Schwimmteich. Was hatten wir schon, Pam? Knickknack? Ja, ihr hattet schon Knickknack. Oh, hat's mir gefallen.
Ja, ja, ihr wart danach sehr glücklich. Oh, schön. Und hier ist Pams kleiner Garten. Auch mit natürlich mit einem Wumsbusch. Und hier ist noch ein Wumsbusch. Nicht unter der Dusche. Ja, nee, das gut. Geht leider nicht in Sims, aber ja. 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 Hauptsache Schnuckiputz ist dabei. Alles gut. Mit dem Haus an. Hier ist der Eingangsbereich. Dann geht's hier weiter ins Wohnzimmer. Ja. Oder Kino. Dann ist hier die Küche. Mhm. Und hier ist die Hundi-Ecke. Und ich höre auch schon Hundis. Ich habe schon irgendeinen Bellen gehört. Hier gibt's ganz viele Hundis. No. Und hier ist auch eine Törtchenfabrik. Und hier ist ein Badezimmer. Ja. Okay. Und da ist ein Hundi. Oh. Oh, der ist müde. Oh. Hier ist noch ein Hundi. Oh. Oh mein Gott. Da ist noch ein Hundi, der ist dreckig. Ja, ein bisschen. Und da ist noch ein Hundi. Oh mein Gott, wie viele Hundis leben hier? Fünf. Fünf. Mhm. Okay. Und hier ist Pam. Ihi. Hello, hot lady. Ich nehme jetzt gerade mal mit nach oben. Denn hier gibt es einmal ein riesiges Hundezimmer für die Hundis. Ah ja, so gehört sich das. René, nimm dir ein Beispiel dran. Und das hier, das ist Sams Zimmer. Alles in pink. Ja. Und hier ist Pams Zimmer. Oh. Mama hat er von oben gemacht. Und da ist Juicy. Oh. Oh Gott. No. Ist das knuffig. Und jetzt geht's noch an den Wohnwagen. Ja. Hier ist einmal das Badezimmer. Dann hier ist der Küchenbereich. Mhm. Und hier ist das Obergeschoss. Und jetzt, siehst du gleich, warum Dämon und Hardy manchmal etwas eifersüchtig auf René sind. Bist du bereit? Ja. In Pams Zimmer. Oh, oh. Wow! Hallo, ja, Bibi! Pam! Hallo, ja. Bibi! Also, Pam hat hier schöne Poster hängen. Hier ist auch nochmal ein schönes Bild. Ui. Und hello, hier, das habe ich nämlich extra nicht gezeigt gehabt. Guck mal, hier ist nochmal eins. I've come to talk with you again. Yo, Ben! Schön. Schöner Sound. Ja, und das ist das Gebäude. Ah, schön, herrlich. Ach, René will überall verewigt werden, oder wie? Musst du aber auch noch in Sams Zimmer ballern. Ja, in Sams Zimmer ist er auch. Oh, ja. Da hängt auch schon. Ja. Ah, oh mein Gott. René, du Casanova. Ja, also René macht ja alle klar. Ja, ich merke schon. Der macht langsam hart die Konkurrenz. Und jetzt gehen wir noch zu jemandem ganz Besonderem, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Oh mein Gott. Ich trinke meinen Kaffee. Du weißt, wer nun kommt, oder? Du weißt. Ich habe Angst. Es kommt jemand, den wir alle kennen und den wir alle lieben. Ja. Er ist bekannt aus Worms. Dort ist er der Anführer meiner Wurmtruppe. Ja. Du weißt schon, wen ich meine, oder? Aber lieben ist halt jetzt so eine Sache, ne? Horst Günther! Yay! Ingeborg, seine liebe Schwester. Ja, wow! Ui. Und natürlich die Zwillinge, Chantal und Jacqueline. Oh no! Sind ziemlich süß. Chantal und Jacqueline. Ah, guck mal, wie süß die beiden sind. Ja, ja. Mächtig süß. Und jetzt schauen wir uns mal das Haus an. Ja. Ja.
Die haben so ein Bungalow, der ist halt noch nicht fertig. Also Garten und so ist noch gar nicht eingerichtet. Die ist noch nicht eingezeichnet und so weiter. Oh, geil, der Dann Kotnasche. hier, beginnen wir Horst hier. Günther Kotnasche. Ja, die Familie Kotnasche. Ja, schön, schön hat er es da. Ja, Das ist schön. Ingeborgs Zimmer. Ja, Ja. schön hat sie es. Ja, ganz Die gute schön. Inge. Ganz toll. Hier sind ein paar Fotos ihrer lieben Verwandtschaft. Ja, frag mich mal, René. Und dann haben die guten Kotnaschers sogar eine eigene Sauna. Wow, da will man sie sehen. Ja. Hier ist das Badezimmer. Schön. Aha. Dann ist hier der Alles in so Eingangsbereich. einem ganz schön braun-beige gehalten. Ja, das sind halt schon ältere Leute. Dann hier Ja. ist die schöne Küche. Oh, diese Farbgestaltung. Und hier guck mal, genau, da Jei. gibt es Röhrenfernsehen. René, warum konntet ihr das zulassen? Und natürlich Ja. hier, Die haben einen das ist Waschbären. Jacques Raccoon. Ja, das ist Jacques. Jacques ist ein sehr, sehr schlauer Waschbär, Ja. denn eigentlich sind Waschbären ja Wildtiere, aber Jacques hat es hinbekommen, die Kotnaschers davon zu überzeugen, dass er eine Katze sei, Ja. die ihn daraufhin adoptiert haben und nun muss er sich um nichts mehr kümmern. Oh, so ein schlauer Ja, Waschbär. das ist Jacques. Ach, René sieht das auch zum ersten Mal. Oh. No. Heidelei. Und dann gehen wir hier Ja. zum Zimmer des guten Horsts. Muss das sein? Ja. Warum schlafen die getrennt? Weil Ingeborg und Horst Geschwister sind. Oh Gott, René und Ingeborg. Oh mein Gott. Ja. René, du tust mir leid. Oh. Ah ja, die sind Geschwister, stimmt, da war was. Und Ja. woher kommen die Kinder? Die Kinder sind von Horst Günther. Dazu Ah. kommt jetzt noch die Geschichte. Der Ja. gute Horst Günther, also wir erzählen jetzt mal die Hintergrundgeschichte zu Horst Günther. Horst Günther wurde im Jahre 1815 geboren. Ja, dann hier, ich zeige das anhand der Fotos. Ja, Hier sehen wir ein schönes Bild von Horst Günther und seiner ersten Freundin. ja. Damals war er zarte 17 Jahre alt. Das war im Jahre 1832. 17 war er da. Ja, da war er 17. Der hat aber immer schon alt ausgesehen. Ja, das ist Horst Günther. Wow. Sexy. Ja, dann hier, das hier ist Horsts erste Ehefrau. Dieses Gemälde stammt aus dem Jahre 1837, kurz nach der Hochzeit. Das ist noch Ja. das Hochzeitskleid, ja. Ja, toll. Schön. Und Horst hatte halt immer sehr viele Probleme in seiner Beziehung. Er hat keine Beziehung gehabt, die länger als 5 Jahre dauerte. Dann haben wir hier noch ein schönes Bild von Horst, als er eingeschult wurde. Oh, wow. Ja, Da ist Miri ja noch nicht der Pam. True. und hier haben wir ein Bild Hashtag No Homo. von. Ja. Hier ha haben wir ein Bild von Chantals und Jacquelines Mutter. Ah, ja. Die sind auch inzwischen schon wieder getrennt. Horst ist sehr Natürlich. reich. Hier. Er lagert überall sein Geld. Ja. Und das ist der gute Horst. Dann haben die hier noch ein kleines Klo, Ja. wo sie Zeitung ausgelegt haben, weil Jacques sehr gerne mal neben sein Katzenklo pinkelt. Einfach so, weil es Jacques ist. Ja, natürlich, weiß Jack Und dann haben ist. wir hier das Kinderzimmer. Ja. Ja. Oha. Jacqueline hat das Puppenhaus zertrümmert. Ja, gut, nette Familie, würde ich sagen. Hat keinerlei Probleme, ne? Also auf Sollten jeden auch Fall zur Therapie gehen. ist hier der Schlafbereich Ja. von den beiden. Ja. Dann
Hier ist so ein bisschen Leseecke, ein kleiner Schrank. Und ja, Chantal weint jetzt über das Puppen. Oh, sie Puss. Ja, wir suchen mal, schau mal, wie ihr das wieder handelt jetzt, weil Windeln hat sie auch voll. Komm, Horst, geh mal reparieren. Da. Naja, auf jeden Fall. Tolle Familie. Ja. Es ist die Familie Kotnascher. Ja. Die bekommen auch noch einen Keller, aber der ist halt noch nicht fertig. Ah, okay. Super. Ja, weil der Horst, der mag es gerne, Sims gefangen zu halten, deswegen sein Kerkerkeller. Und, Ja. Ja. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt zu unserem eigentlichen Haushalt. Ja. Ich bin schon so gespannt, was sich da getan hat. Ja. Kerkerkeller, da muss ich hin. Oh, okay. aber also dir ist schon klar, was Horst und Ingeborg dann mit dir machen, wenn du im Kerkerkeller bist. Willst du es wirklich? Ist es nicht besser, wenn wir einfach nur Hardy und René da drin einsperren und jemand vielleicht noch ein bisschen? Ja, glaube auch, dass das besser ist. Ja. Mhm. Also, hier haben wir das Erdgeschoss, da hat sich ein... Okay, guck mal, wie du am Dancen bist. Ja, ich scheine gut drauf zu sein. Also, Frauchen. Ja. Ja, gute Laune. Ja. Schön. Ja, also auf jeden Fall. Wer leuchtet denn da schon wieder nackig rum? Das, der Nackte hier. Mystik. Hallo? Ja, das ist Mystik, der steht in Dämon drin. Ich glaube, da läuft was zwischen den beiden. Oh. Ah, nee, doch. Dämon ist weggegangen. Okay. Also auf jeden Fall, im Erdgeschoss hat sich noch nicht so viel getan. Aber was ich hier noch machen muss, hier, weißt du noch dein Bett? Ja. Was? Ja, aber das Bett brauchen wir jetzt nicht mehr. Denn, lieber Psychopanda, das hier, gerade mal, welchem Sim dieses Zimmer gehört. Du wirst doch nicht wirklich, ich meine... Das ist euer Zimmer. Nein! Doch. Das passt ja farblich sowas von schön zu mir. Guck mich an und dann das Zimmer. Dann guck mich wieder an und dann das Zimmer. Ja. Ist es nicht toll? Oh, und ist es traurig. Was ihr auch habt, was Tammy sehr schön fand hier. Ja. Ja, also Tammy und Rova haben das als, ich zitiere, Glory Hole bezeichnet. Was? Was haben die da? Ja, und hier kann man direkt auf Rovas Bett sehen. Oh, okay. Ja gut, ich muss ja da nicht hingucken, ne? Also, nee, wenn Frauchen da... Kannst ja hier in dem Bereich bleiben. Ja. Ja. und hier das Rovas Zimmer. Oh. Ja. Ja. Das habt ihr ja ganz schön eingerichtet. Dankeschön. Bibila. Dann hier ist Slomos Privatstudio. Warum hat der da so... ich habe Fragen. Das sind Hardy und Dämon, weil er steht doch so auf die beiden und deswegen. Okay. Ja. Ja. Aha. Und das ist sein Zimmer und er hat hier sogar ein Regälchen mit süßen Figuren. Ein Regälchen hat er. Und er hat einen Whirlpool. Aha. Und guck mal, so sieht es ja sehr normal aus, aber wenn man jetzt dahinter zoomt, guck mal, was er da versteckt hält. Was? Siehst du hier? Oh. Ja. Ist vielleicht Slomo so ein Schlimmer? Ja, ist er. Au. Oh, guck mal, Dämon spielt gerade. Kleine Filmchen, ja, für kleine Filmchen. Was spielt er da? Irgendein Holo-Spiel. Okay. Hat gerade Spaß. Ja. Ist doch schön. Ja. Dann gehen wir weiter. Ja. Hier, das hier ist das Zimmer von Little Bro. Ah. Ja. Der darf keinen Besuch haben, oder wie? Er darf aber Leute besuchen gehen. Ah.
Ja, weil du weißt schon, Little Bro und Basti, ne? Ja, Little Bro geht gern mal zu Basti runter. Ja. Bastis Zimmer ist allerdings noch nicht eingerichtet. Och, der Arme. Aber er hat schon ein Bett. Hier. Da hat er ein Bett. Das ist gut. Das ist gut, dass er Das schon mal ist schlafen das kann. Wichtigste. Das ist das Ja. Wichtigste, dass er da, dass Little Bro zu ihm zu Besuch kommen kann. Absolut. Und hier das Zimmer. Ja. Das ist Balles Zimmer. Oh. Oh. Hä, so ein richtig cooles Jugendzimmer noch. Ja. Und hier, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Hadi kackt gerade. Ja, das wollen wir alles sehen. Basti! Guten Morgen! Hallo, Basti. Erstmal sauber angescreamt geworden von Basti. Sloma hat Und? dasselbe gemacht. Er kam hier rein und erstmal sauber screamt. Also Gefällt hier ist euch, auf jeden ne? Fall das Badezimmer. Und weißt du, ich muss dir was zeigen. Du wolltest das ja gerne mal sehen. Guck mal, wenn ich Oh, jetzt hier Boba ja. duschen kann. Weil ich habe was installiert. Oh mein Gott, was hast du installiert? Wirst du gleich sehen. Oh, ich habe Achtung, Angst. Achtung. Achtung. Oh. Siehst du, fällt dir auf, die Pixel sind weg. Oh mein Gott! Das Ich glaube, war ich ein Witz. muss. Ich glaube, ich muss. Muss ich das Video auf ab 18 machen jetzt und den Stream? Bei Sims sieht man nichts, die haben keinerlei Sachen Ah, die haben dargestellt. kein Das sind... Pipi. Nee, im Grunde ist es wie, wenn man eine Barbie-Puppe anschaut. Ah, ja, gut. Man hat ja eh nur den Geht Rücken das bei jetzt Sam gesehen. auch? Ja. Ah. Ja. Das geht bei allen. Also, man könnte jeden so darstellen. Ist wie bei wo, weil in echt ist da einfach nichts. Oh. Wow, Basti! Don't be Und hier, rude. das ist Mystics Zimmer. Oh, das ist auch schön. Das hat auch so Normales eher. Ja. Woba hat das Und verspielteste Zimmer von allen, ne? ja, mit den Kätzchen. Ja, wir wissen ja alle, dass es ja feminin Und da hat ist. er noch ein schönes Bild zum Angucken Ja, immer. stimmt. Ja, Und das habe ich auch schon da hat gesehen. er auch noch mal was Schönes. Ja, das wird schon gebraucht. Wo ist denn denn? Marito, hallo! Marito, wir Hallo. haben gerade dein Haus gezeigt. Du warst nicht da, Ja, weil du sollen wir bist noch mal nämlich kurz auch hin? Teil von Sims. Ja, geh mal noch Ja, aber mal du kurz wurdest noch hin. nicht erstellt, aber du wirst noch erstellt. Ja, du wohnst neben Evine. Ja. Was? Bibi, was? Hä? Okay. Ich habe Fragen. Also bei mir hatten die das nicht, als ich es gestern getestet, also vorgestern getestet habe. Man Gestern, spürt die vorgestern oder nicht? Begeisterung, Tammy. Ja, Juni. Man spürt sie. Ja. Total begeistert. Marito, du hast hier so ein Reihenhaus, nämlich dieses hier. Ja. Und hier wohnt Hin und Soraya und hier wohnt Eva. Ja. Das ist dein Haus. Hier. Genau. Und da hast du einfach Fotos von random Menschen an der Wand. Einfach so, random. Was zum Teufel ist Knechten? Hi, Wova, hi. Gut, dass Hallo, du gerade nicht da warst. Mova. Dein Warum? Charakter hat sich nicht nackig gemacht. Nein. Der hat geduscht. In Ja. der Dusche. Und wie sieht der Garten aus? Ich brauche nämlich eine Laube. Die Menschen sind nicht random, das sind meine Freunde. Das ist Daku, der Garten. hast du nicht einen schönen Garten, Mit wo Pool man und mit alles sehen Whirlpool kann? und mit Bar. Da kannst du dich betrinken, wenn das Leben als Sim zu stressig wird. Oh Gott, Basti. Wann Dann ist es schmeiß doch gut? nachher an. No. Sogar mit Evine, wenn Soraya schläft. Marito! Marito, Um.
Machst du auch, ja, perfekt, Basti, perfekt. Also Soraya hat ihr Zimmer hier oben. Die kriegt da nicht viel mit, was ihr da unten macht. Ja. Das ist schon krass, Bibi, also... da musst du mir mal ein Foto schicken. Ich glaube, Tami will, dass ich die Mod installiere. Ja, aber da müssen wir alles auf ab 18 machen. Das ist ja auch nicht so. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Oder willst du, was ich im Privatstream mache? Nee. Okay. Ja, Basti, dein Zimmer ist noch nicht fertig. Nee, dein Zimmer ist noch nicht eingerichtet. Ja, mach das, Bibi, mach das. Und ist dir schon was aufgefallen, Bibi? Aber Basti, du bist der Einzige, der ein eigenes Bad hat. Luxus, oder? Skandalös. Welcher Hund ist denn wer? Ich bin Psychopanda. Ich bin kein Hund. Also ich bin der Hundi. Ganz ehrlich. Als wäre ich ein Hund. Doch. Willst du jetzt etwa was gegen Hunde sagen? Nein, will ich nicht. Ah, okay, will ich auch hoffen. Aber... Ach, das soll ein Panda sein? Ja, ich bin ein Panda. Genau, Basti, genau. Aber jetzt, was wir natürlich alles sehen wollen, der liebe Slomo. Hündin. Also der hat doch bestimmt jetzt Lust, was mit Hardy zu machen, oder? Wer? Slomo. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Wie, du hast ein Schwert, Bibi. Wo hast du ein Schwert? Ja, du hast ein Schwert. ja, Basti. Du weißt doch, dass Slomo... Darf ich es nochmal aussprechen? Unsere kleine Bitches? Das ist kein... Ich bin kein Koala, Nick. Wollt ihr mich heute komplett verärgern? Erst werde ich als Hund betitelt, jetzt als Koala. Ich bin ein Panda. Schau dir einfach das Schauspiel an, dann fühlst du dich besser. Ja, der ist eine große Bitch. Was, Speer? Also, welch Unverschämtheit. Ich bin kein Waschbär. Ja. Genieße es einfach und reg dich nicht auf. Ich bin der dicke, fette Panda. Boah, ich bin nicht dick und fett. Ich bin nur etwas klein geraten und deswegen sehe ich ein bisschen gestaucht aus und dadurch etwas pummeliger. Aber ich bin nicht fett. Der pummelige Panda. Kung-Fu-Panda. Wow. Muss ich mir das gefallen lassen? Sabi, muss ich mir das gefallen lassen? Naja, ich finde es halt eher irgendwie gerade traurig, dass du komplett ignorierst, was Slomo und Hardy da machen. Ja, ja, das war ein Zitat. Aha, ein Zitat. die machen ganz tolle Sachen da drin. Ja, die waren gerade sehr, sehr glücklich und du hast es nicht mitbekommen. Schiffe versenken, sie tauchen nach Perlen. Ja, haben sie vielleicht gemacht. Ja, Bibi, du hast ein Schwert, übrigens, ja. Was könnte das bedeuten? Oh, hier. Techtelmechtel im Whirlpool. Techtelmechtel in einem Whirlpool. Love ist es so here. Heiß in diesem Whirlpool? Oder liegt das an Slow-Mo? Oh. Ja, Bibi, bist du. Du bist immer da. Oh, guck mal, Hardy ist eingeschlafen. Das war so anstrengend für ihn. Oh, niemals wohnen. Bei welchem Psychopathen? Basti? das weiß ich nicht. Dragon Ball? Was hat das jetzt mit Dragon Ball zu tun, Ben? Und Bibi, sehr, 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 sehr gerne. Du bist halt immer die, die noch zu mir hält. Ja, und nicht alle so. Slomos Charme verfallen. Ich kann jetzt aber noch zeigen, was ich auch erstellt habe, weil ich fand es ein bisschen traurig, wenn alle hier am Rummachen sind.
Ja. Nämlich ja. Nicht. Und deswegen, guck mal, hier, mein Zimmer ist halt auch noch nicht eingerichtet. No. Aber ich habe hier schon was, wenn ich jetzt nämlich hier aufstehe. Ja. Guck mal hier. Ist kann ich erstmal zum Gespensterball rufen. Oh mein Gott. Dieses traurige Zimmer, ja. Ich sag nur die Sotterreis mit Pilzen. Was? Sabi hat ein Doppelbett, ja. Ja, weil das wird man gleich sehen. Okay, das will erstmal essen. Ja. William Williams. Oh mein Gott. Mein Geist. Mein Fassmogeischli. William Williams ist auch da. Ich werd bekloppt. Natürlich. Natürlich. Komm schon, ruf ihn herbei. Sim, du willst es doch. Ja, erstmal essen. Oha, da ist ja Woba. Wo ist ja, Woba? Ja, William Williams. Nick, wo siehst du gerade Woba? Woba, was machst du da? Hä? Nick? Ja, Woba ist hier. Der ist hier unten, der isst gerade. Ja, also es gibt schon einen Woba hier. Da ist er. Ja. Ja. Oh, ich glaube, der muss Pipi machen. Ja. Ja, ja. 7-for-2 WG, Nick. Ja, aber jetzt kannst du Woba heimsuchen. Nee, William macht sowas nicht. Ja, natürlich ist Woba eine Maschine. No. Was denn sonst? Noch, ist das süß. Was ist, warum ist er denn wütend? Weil er an Wut gestorben ist. Es ist ein wütender Geist. Ich dachte, das passt ganz gut zu Fassmutter. Ja, ach, der Arme. Ein wütender Geist. Oh, ein trauriger Geist. Ja, der William Williams. No. Aber hier, der ist halt gerade erst gestorben und deswegen sind die zu traurig, um halt dazu mal, weil hier, wenn man jetzt auf Romantik geht, da kommt immer, ist zu traurig. No. Das geht leider noch nicht. In 3 Stunden geht's. Okay. Ja, ich gehe mal auf Ausfall, dann geht der Balken schneller runter. Ja. Nee, Marito, wir lassen keine Menschen sterben, aber das ist der Phasmogeist. Das ist Sabis bessere Hälfte sozusagen. Ja, William Williams. Ihr Liebling. Ja. Und hi, René. Ja. Hallo. Ja. Ich meine, William Williams ist von Anfang an ein Geist, deswegen, ja. Genau. Er war nie ein Mensch. Oh, jetzt kann ich ihn suchen. Wo ist er? Wo ist William hin? Jetzt können sie nämlich was machen. Oh, jetzt können sie was machen. William, wo bist du? Da unten ist William. No, William ist am Dancen. Ja, William hat gute Laune. Nee, jetzt können die rummachen. Warum tanzen die eigentlich alle da unten an der Treppe? Ich habe keine Ahnung. Hier, ihr wollt es sehen. Hier, live. Oh oh, Sabi erlebt ihren ersten Kuss mit William Williams. Zum Glück ist Hardy nicht hier, weil er hasst William Williams. Oh. No, jetzt ist William glücklich. Oh. Ja. Ach, ist das süß. Und alle gucken zu, oder wie? Ja. Keiner ist gestorben. Bei dem Kuss hätte es mir die Haare aufgestellt. Wie meinst du das, Marito? Im positiven oder negativen Sinne? Ich denke so, what the fuck? Oh, sollen sie? Ja, Tammy's Facecam ist gestorben. Nein. Die ist ja nur bei Sims, bin ich halt da. Da hat Tammy mal frei und dann kommt halt einfach mal kleine Psychopanda raus. Ja, wenn mich ein Geist küsst. Ja, wie sich William freut. Na, warte. Nein. Ihr geht jetzt nicht in das Bett. Nein, das ist nicht euer Bett. Kommt hierher. Ja, gut, Basti, ne? Dein Bett wird eingeweiht. Okay, ich werd Basti ein neues Bett kaufen. Sabi erstmal in Bastis Bett. Juhu! Mit William Williams, dem Guy. Warum geht die da rein? Ja, keine Ahnung. Warum? Was ist mit Lacey? Ja. Ja, die haben alle Hunger, wir müssen die Näpfe füllen. Ah, Schwall ist gerade der Nähefilmer.
alle Tierschüssen. Wer braucht schon ein Bett? Ja, gut. Ja. Ja. Ja, aber ja. Aber nein. Ja, das Bett wird erstmal verkauft. Irgendwas mit dem Dann gibt's ein neues. Du kriegst ein neues Bett, Basti. Ein uneingeweihtes Bett. Hier ein pinkes. So, natürlich. Mit Raum. ja. Schön. Ah, Psychopanda rastet wieder aus, weil er einen Schluck Kaffee trinkt. Einwegbett, Janik. Absolut. Oh, schau mal, was Woba da tut. Was tut der da? Ja, der läuft rum. Aber wie? Woba, du hast einen an der Klatsche. Sogar im Spiel hast du einen an der Klatsche. Die Gangart haben wir eingestellt. Ach so, der geht immer so. Ja, wir haben die Gangart eingestellt am Anfang bei Erstelle einen Sim. Ach so, stimmt. Ja. Alles klar, René. Bye, bye. Tschüss, ach, ich dachte, das ist so ein random, dass er gerade irgendeinen Mut hat oder nein, so. Nein, nein. Das ist normal bei ihm. Oh mein Gott, ich habe das ja so live noch nie so richtig. Ja. Alles gut. No. Oh, William ist da drin in dem Schrank. Wer ist da? Wer tanzt da nackt vom Das ist William. Slow-Mo? Slow-Mo hat gerade es war unangenehm. Ich habe Slow-Mo nackt gesehen, ja. Nein, der hat eine Unterhose an. Ach so, das hat man nicht gesehen. Ja, ach, das ist halt Hautfarben. Ja, jetzt. Die armen Katzen. Ja, Sabi, kümmere dich wir mal um die Katzen. Wir haben doch noch nicht mal ein Katzenklo. Wir haben noch nicht mal eins, weil es noch nicht fertig eingerichtet ist. Ja, die ist. Müssen Pipi. Ja, aber es ist noch nicht eingerichtet. Oh. Ja, aber es ist nicht eingerichtet. Ich muss es erst fertig bauen, das Haus. Guck mal, das ist nur eine halbe Baustelle. Das sind noch über leere Zimmer. Und wir kaum haben nur ein Badezimmer. Ein Katzenklo. Basti, raste da aus. Ah. Yay! Ist auch nicht eingerichtet. Sonst pinkelt Lacey in dein Bett. Kannst du, dann kriege ich ein neues. Das ist eh noch nicht eingerichtet. Das wird, kommt eh wieder raus. Das sind einfach nur so Standardbetten. True. True. Die oberste Etage fällt noch komplett. Ja. Und Basti fehlt auch noch komplett. Ja, diese traurigen Schreie, ich weiß. Herzzerreißend. Das ist herzzerreißend. Eigentlich kann Wova jetzt mal was hier zocken am Fernsehen. Natürlich. Ja. Flucht des Flaschengeists, passend zu William. Ja. Oder kann er nicht? Warum kann er nicht? Was hat er denn für ein Problem? Oh, du bist besoffen. Toll, toll. Du magst es, betrunken zu sein, oder? Ja, ganz toll. Katzenklo und Netfe mit Futter, Bar. Bitte. Schreibt Bibi. Ja, Futter auf Netfe haben wir schon. Wie Lacey stirbt, dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Oh. Bibi und Basti sind ganz traurig. Nein, die sterben jetzt nicht. Das ist halt noch nicht fertig, das Haus. Die werden einfach nicht befüllt. Warum befüllt ihr die nicht? Gute Frage. Na, es brennt. Es brennt irgendwo. Was? Es brennt irgendwo. Hat auch gehört zu brennen. Ja, okay. Moment. Wir können auch einfach, um es ganz einfach zu machen, hier. So. Dann waren wir einfach alle auf einmal glücklich. Kannst ja ruhig in Wovas Zimmer die Klos stellen. Nee, Wovas Zimmer ist schon eingerichtet. Hier. Basti, das ist Wovas Basti. Zimmer. Gib es nicht. Das ist schon eingerichtet. Ja. Oh, oh, guck mal. Guck mal, oh, die oh. Stimmung von Wova. Oh, oh. Oh, oh. Wova, mit wem würdest du gerne? Mit Hardy oder mit Basti
oder... Ja, Robert, du willst unbedingt Knickknack machen. Ja, mit wem möchtest du jetzt? Du kannst dir sogar aussuchen. Handarbeit. Ich habe Cheats angemacht. Ich habe schon die ganze Zeit mit Cheats gespielt. Schon von der ersten Folge an. Hi, Eva! Hallo, Eva! Robert, Handarbeit gibt's hier nicht. Nee, du musst dir ein Zimmer aussuchen. Bitte wählen. Sonst wählt der Chat für dich. Genau. Look. Na gut, Chat, mit wem soll Wova? Genau. Wova und Mystic? Okay. Zufallsgenerator schreibt Pam. Shit, about. Also, Zufallsgenerator, das ist blöd, wenn wir uns das erst einrichten mit den Namen. Ja, Psychopanda. Vielleicht nächstes Mal könnt ihr was machen. Bin wieder also da. Nee, Eva schreibt Psychopandi. Ich glaube, weil ich wieder da bin. Ach so, ich dachte, sie meint jetzt, dass Wova ein Psychopanda. Nein, danke. Ich bin hier nur für die Beobachtung. Also mit Mystic, was anderes wird bisher jetzt nicht angegeben. Mystic ist gerade eh ziemlich schmutzig hier. Oh mein Gott. Da passt es ja ganz cool. Okay, Wova, viel Spaß. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das mag man. Ja. Dann kann man hier... Oh mein Gott, der ist ein bisschen schmutzig. Der ist ja komplett... kann der mal duschen gehen? Nein. Bäh. Hier, die küssen sich jetzt erstmal. Das ist ja richtig eklig. Oh mein Gott. Ja, Wova, du bist selber schuld, weil du dir keinen ausgesucht hast. So. Ja. Jetzt hast du es. Oh mein Gott. No, es ist nicht süß. Das goldig. Ja, nicht nur Körperflüssigkeit aus, sondern auch andere Sachen. Jetzt ist er auch sehr kokett. Von kokett zu sehr kokett. Dann noch knuddeln. Ja. Wo war, bist du noch hier? No. Warum hat eigentlich Mystic so eine komische Stimme? Haben wir die ausgewählt? Ja, was ich noch eine Elfe machen wollte. Ah, stimmt. Ups, da war was. Haben wir nicht mehr dran gedacht. Sollen die jetzt gleich sich paaren oder eher nicht? Weil sie sind jetzt gerade im Gange, sich zu paaren. Ja, das soll der Chat entscheiden. Sollen die? Sollen sie oder sollen sie nicht? Weil ich sehe gerade, Wova ist nur noch glücklich. Er ist halt nicht mehr kokett. Oh, ich glaube, Wova hat es ihm zu sehr gestunken. Oh, René schreibt ins Bett mit ihnen. Oh. Wova hat den Planeten verlassen. Ja, Wova, willst du es noch abwenden? Wenn nicht... Also. Deine Chance, Wova. Nein, Bibi schreibt nein. Basti schreibt dich mal, ich weiß nicht. Ich sollte vorher doch mal duschen. dann geht Mystic jetzt erstmal duschen. Und ich meine, Wova hat sich ja eh gewünscht, dass da so eine Körperöffnung von ihm nicht verwendet wird. Und stimmt. Da nehmen wir mal ein bisschen Rücksicht. Ausnahmsweise jetzt gerade. Ausnahmsweise, so. Ja, die ersten Streams können wir noch ein bisschen handsamer sein. Ich meine, man hat jetzt schon mal was gesehen zwischen dem Geist und... Nein, Leute. Nein, oh. Einfach Bett weggestellt. Nein. Basti schreibt, Wova, was machst du da? Lass es passieren. Betonung auch ein bisschen. Oh, die kommen jetzt nicht mehr durch. Ja, gut. Das ist gerade noch mal gut gegangen für dich, Wova. Es ist nichts passiert. Ja. Bitte. Das hat er gar nicht mehr mitgekriegt, gell, dass wir Gnadern walten lassen. Nein, das hat er nicht mehr mitgekriegt. Der ist einfach in Look gegangen. Er hat sich gedacht, so, boah, nee, das kann ich mir nicht antun. Ja, Basti, das kann ich nicht beurteilen, aber kann sein, ja. Oh.
Also Mystik geht jetzt erstmal baden. Ja, das ist sehr gut. Oh Gott. Der sieht ja echt schlimm aus. Der hat wohl vom Brand ein bisschen was abgekriegt, ne? Vielleicht. Ja, ich glaube, Mystik hatte gebrannt. Mystik hatte gebrannt. Wow, ist cool. Hauptsache, er ist wieder glücklich. Ja. Ova hat Mystik wieder glücklich gemacht. Das ist doch schön. Ja, ist doch schön. Nicht baden. Einlegen. Ja, wir könnten ihn auch einlegen. Hier im Schlamm wird als eingelegt. Oh mein Gott. Der soll doch sauber werden und nicht noch dreckiger. Jetzt kann er in Schlamm. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird er schön eingelegt. Sieht halt aus, als wenn da irgendwie ein Kacke drin schwimmt. Aber, naja. Wir sagen einfach mal, das ist Schoko. Als Schoko. Ich mein eigenes Bad, ja, Basti. Ja, da kannst du. Guck mal, wie das auch stinkt jetzt. Jetzt kann er erstmal duschen gehen, weil es immer noch dreckig. Ach. Jetzt ist er sauber. Kann er das Bad auch noch putzen? Jetzt. Nach dem Bad putzen ist er wieder dreckig, nee, dann kann er wieder duschen gehen. Jetzt wird Basti, weil er sich ja so über sein eigenes Bad freut, da drin baden gehen. Erstmal. Oh, Basti, du darfst jetzt da drin baden gehen. Ja. Yay. Hi, Basti. Also, ja, ich meine, ja. Fühlst du dich wohl, Basti? Ich gehe aber nicht baden, das ist ja schwierig. Ja, wegen Kreislauf. Ja. Und danach darfst du auch noch mal duschen, schnell duschen, weil das war halt schon sehr dreckig. Ja. Baden ist langweilig. Eieieiei. Ah, guck mal, gerade gesehen, man sieht halt nichts bei denen. Stimmt. Okay, er ist zu sauber, um zu duschen. Ah, oh, okay. Jetzt geht's Lomo hin und putzt's. Oder? Ja, natürlich. Slow darf jetzt alles putzen, der arme Kerl. Ja. Mit der Zunge. Basti. Das ist a little bit eklig. Ich helfe ihm mal am Wisch hier auf. Ich glaube, Basti möchte eine Badeente haben. Die kann man aber in seinem eigenen Bad auch haben. Wer screamt mich da schon wieder an? Basti. Ja. Ganz ehrlich, ne? So ja nicht. Die Dämon wärmt sich und... okay. Wova? Was tut Wova da? Wo war das? War jetzt nicht so toll. Ja, komm, wo war? Streichel mal Lacey. Was hat der da gemacht? Der ist in irgendwelchen Dreck rumgesprungen. ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. No. Oh. No. Den nimmt er jetzt erstmal mit hoch zu sich ins Zimmer. No, das glaube ich, Basti, das glaube ich. Ich weiß es nicht, Eva, warum die alle nackt rumlaufen. Ich frag mich nicht, die haben eigentlich alle Kleidung. No. Aber laufen alle in Nachtwäsche rum. Ja, die sind halt in Badewäsche oder in Nachtwäsche. Ja, das ist nicht normal. Außer Basti, der sich wieder anzieht, ja. Der ist der Einzige, der Anstand hat da dran. Scheinbar. Und Schwall hat auch Anstand. Da steht sein PC hinter dem Monitor. Ja, das sind diese komischen PCs da drin. Ja, das ist Sims. Ja. Alleine ja, aber zu zweit macht es Spaß. Nacktwäsche, wie das war. Guck mal, Rova entführt jetzt Charlie in sein Zimmer. Oh. Hadi, welcome back.
Hallo, Hadi. Die Sims haben Spaß. Hadi, mit wem möchte dein Sim jetzt Action erleben? Oh Gott. Der arme Hadi. Oh. Wie süß. Und leckerlich. Geht direkt runter. Ah ja, es ging schon ein paar Mal rund. Du hast auch das verpasst, was dich triggern würde, nämlich meine Geschichte mit William Williams. Ja. Leider verpasst, aber nur für dich kann ich es ja nochmal machen. Ja, Sabi hatte Spaß mit William Williams, aber richtig. In Bastis Bett. Ja. Ja. Psychisch einigermaßen stabil. Noch, ja, Basti, noch. Oh Gott, der beste Geist EU-West. Ja, aber Basti, das wird halt leider nicht so bleiben, ne? Hier, William Williams. Ja. Du heiliges Ruhm. Ja, ja, Hadi, das da ist halt so. Da sprühen die Funken. Ich hab halt Geist. Ja. Das ist wahr. Ja. 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 Und Hadi, du kannst dir immer noch aussuchen, mit wem du jetzt dann gleich ein bisschen malen willst. Oh ja, Basti. Diesmal nicht in deinem Bett. In Ruhe. Der verhört. Ektoplasma. Was? Das sonst kommen. Nee, das ist das Ektoplasma, das muss bleiben, das ist gut für die Haut. Ja. Ja. Und es war gut. Es hat den Sims gefallen. Mhm. Ja. Mhm. Freudig überrascht ist Sabi jetzt. Ja. Und jetzt ist sie verspielt. Okay. Das ist einfach unvergessen. Ja. Es ist halt William Williams. Ja. True. Ein Phasmogeist, oder? Ja. Oh. Alles klar, René. Hadi. Vielen Dank für den Look. Du und dein William Williams. Ja, das muss aber so. Aber Hadi, guck mal, du bist hier alleine in Wovas Zimmer mit Basti. Was meint ihr? Wollt ihr beiden? Oh mein Gott. Ich glaube, die Frage habe ich noch nicht erstellt. Ja. Ich habe nur das Haus bisher. Ja, die wohnen noch nicht. Nicht in Wovas Zimmer. Die Zimmer. Okay, wir können noch mal zu der Emine WG. Basti, Eva hat gerade deinen Hintern gerettet vor Hadi. Ja. Ja? Aber das heißt nicht, wenn wir zurückgehen, dass das, wer weiß, was dann passiert. Was ist mit meinem Kiefer schon wieder los? Der haut mir heute wieder mal. Ganz ehrlich. Der arme Kiefer. Ja. Echte Kieferprobleme. Ja, das ist Rajas Zimmer. Ja. Voll goldig, ne? Ich sag ja, ich bin schon... Was? Gemeinschaftsbums? Aber Pam sagt so, mich mal rüberschicken. Ja, fies. Wo rüber? Zu René? Ja, ich denk zu Pam. Hier, damit er beobachten kann, wie René sie anbaggert, gell? Oh, was für René! Ja. Das hatten wir doch schon mal, Hadi. Ja. Das ist Rajas Zimmer. Tierig toll. Oh. Das Bild reiß ich auch ab in ihrem. Nein, das Bild bleibt. Und das ist Pams Schlafzimmer. Du hast keinen Zugriff auf ihr Schlafzimmer. Ja. Ach, übrigens, Eva. Was ist eigentlich mit deinem ausgesperrten Dasein geworden? Schlüssel und so. Wie bist du da wieder rein oder raus? Oder hast du den gebraucht? Oder was ist Sachlage bei dir?
Voll verändert. Bin noch im Bus, ich weiß noch. Oh Gott, du weißt jetzt gar nicht, ob du daheim reinkommst. Oh, Eva, ich drück dir die Daumen. Ich drück dir die Daumen. Das wäre nicht schön. Das wäre gar nicht schön. Ja. So, bin wieder da. Welcome back. Ich muss kurz muten. Alles gut. Weil das Telefon. Alles gut. Okay, Hardy wird jetzt René besuchen gehen. Jo. Da hat Hardy dann schön Spaß. Ach ja, übrigens, ich weiß ja. Nee, nur. Vielleicht klappt das von der anderen Seite, sonst Schlüsseldienst. Oh. No, viel Glück. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hardy, du gehst jetzt zu René. Aber sie will doch. Er will doch zu Pam endlich mal. Er geht jetzt zu René. Oh, zu seinem Schnuckeputzi. Zu seiner Verlobten. Darf er nicht. Ja, nee, er geht jetzt zu seinem heimlichen Schwarm. Ach ja, Eva, was ich jetzt eigentlich gerade sagen wollte. Tine hat es gestern noch mitgekriegt im Stream. Ich weiß nicht, ob du es noch mitbekommen hast. Wegen den Streaming-Zeiten. Also Tine ist ja Montag sowieso nie da, weil Soraya da Nachhilfe hat. Und ich habe mir gedacht, dass wir Sims, Minecraft, Walt Disney und Minecraft Herr der Ringe, dass ich das immer im Wechsel bringe. Also wenn Sims kommt, dann kommt kein Minecraft. Dafür kommt Minecraft Dienstag, Mittwoch und Samstag, Sonntag. Ich weiß nur noch nicht genau die Zeiten. Auf jeden Fall irgendwann so 16 Uhr wahrscheinlich. Ich hoffe, das passt, Eva. Also Wochenende könnte dann sein, dass ich eher stream, so nach Mittag, 13 Uhr, keine Ahnung. Und unter der Woche 16 Uhr. Aber ich werde dann endlich mal den Zeitplan in Discord reinstellen. Gestern habe ich mir nämlich echt Gedanken gemacht und habe ja dann heute Morgen auch nochmal Sabi angeschrieben, wie wir das machen. Und ich habe es ja schon gesagt, Sims kommt Montag, Donnerstag ab 12.30 Uhr für 2 Stunden. Und manchmal werden wir so random Streams einbauen, wenn irgendwer von den Jungs mal Bock hat, irgendwen zu synchronisieren und mitzumachen. Oh, ist das nicht süß. Oh, das ist richtig goldig. Und wie er schon einfach mit seinem nackten Arsch da steht. Ja. Oh Gott, ich hasse mein Leben. Ja. Ah, die nicht hassen. Guck mal, du hast eine schöne Zeit mit René. Ich kann's verstehen. Und ja, Leute, morgen gibt es über den Tag noch eine riesen... Was heißt über den Tag, Abend? 2:15 wegen Arbeit. Ja, Eva, ich würde da gerade wegen Wochenende sowieso auch mich mit euch nochmal kurz schließen, wann da die beste Zeit ist. Das kriegen wir schon. Aber Freitag würde ich eher nicht streamen. Weil wir da ja abends ziemlich viel streamen. Genau. Dann ist jeden Tag ein anderer Stream. Ah, ja, genau. Aber morgen gibt's noch eine Überraschung. Da werdet ihr Augen machen, staunen. Ich hoffe es zumindest. Und der eine oder andere wird es wahrscheinlich auch nicht erwarten. Ja. Aber ich darf nichts sagen. Und ich werde nichts sagen. Okay. Dann muss ich morgen ja wach bleiben, um es so mitzubekommen. Nein, du kannst dich schon schlafen legen. Ich würde sagen, so sei einfach so ab 18 Uhr wach. Na gut, dann halt so früh. Früh? Ja. Dann sei halt ab 19 Uhr wach, was weiß ich. Ich kann dir ja nochmal Bescheid sagen, wann ich was raushau. Ja. Ja. Hardy, jetzt wirst du gleich etwas, ja? Ja, ja, Hardy, René, let's go, ihr zwei. No, jetzt geht's gleich ab.
Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Basti. Ja, wir drücken alle die Daumen, Eva. Ja, viel Erfolg. Ach, guck mal, Hart, wie schön das für euch ist. Ja. Oh, so viel Spaß. Ja. So viel Spaß. Ja, und weißt du was, weil du jetzt so tapfer dich gehalten hast mit René, darfst du sogar noch Pam besuchen gehen mit René zusammen. No. So. Jetzt. Nein, René, kommt mit. Kommt mit. Hier, René. Und, na, mit dem Hund bist du nicht befreundet, dann kann der nicht mit, aber hier, René darf mit. Was soll das? Weil Sims ist. Das ist ein Kinderspiel. Ich habe auch schon gesagt, das ist richtig traurig. Mit den Boxen auf den Weg. Sam, ne? Wir wollen doch alle was sehen. Guck mal, Hadi, jetzt bist du da. Ja. Und noch mehr Spaß. Ja. Warum ist René da? Ja, wenn René mit möchte. Kurz zu Sam gucken, ne? Guck mal, du machst jetzt ein paar Törtchen. Du machst dir Specktörtchen. Er macht nee, komm, wir machen was anderes, wenn man irgendwie gescheite Törtchen. Was magst du für welche? Vanille, Minze, Karotte, Karamell, Erdbeer. Oh, Erdbeertörtchen. Was möchtest du für Törtchen? Gepöperte. Wir wissen das in unserem Haus nicht. Kloster. Vanille, okay, dann machen wir Vanille. Hier? Nein, keine Speck. Okay, er macht es trotzdem. Egal, kann er mitnehmen dann. Oh. Er gönnt sich. Das. Okay. Ich kann ja mal aufräumen. Zimtzicke, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen im Stream. Mach es dir gemütlich. Danke, hallo. Ja. So. Es ist eh ein Trollprojekt, ne? Also, falls du denkst, du findest hier ein tolles Sims 4 Projekt mit familienfreundlichen Content. Das gibt's hier nicht. ja, genau. Hier, Vanilletörtchen. Und neben mir der süße Hundi mit der Blume im Haar ist die liebe Sabi. Hallo. Jetzt nimmt Hadi sich erstmal ein Törtchen. Ja. Absolut. Soll er sich gönnen, kann man das ja, essen. Ja, die sehen halt echt gut aus. Jetzt krieg ich Hunger. Ja, ich auch. Familie, ja, Eva bei uns, ja, ist für die Familien. Familienfreundlich nicht. Das gibt's nicht. Ja. Vielleicht sollte ich immer noch dazu schreiben, so schauen auf eigene Gefahr oder so. Ja. Ja. Und jetzt, René geht schwimmen. Oh, René! Wo sind eigentlich Pam und Sam gerade? Oh, ich weiß nicht, die sind geflüchtet wahrscheinlich, als die Jungs kamen. Okay, Pam ist hier oben und Sam, wo ist Sam? Erstmal einmal rein. Hä? Okay, Sam ist halt echt geflohen. Sam, du bist abgehauen, wie geil!
Du dachtest dir so, Männer? Nee, ich bin da mal weg. Und die Feinde haben halt einfach Spaß in eurem Pool, ja, während ihr einfach weg seid. Ja! Der René, der fühlt ja, das, was er ja. Ist doch süß, oder? Absolut, absolut. Ja, Eva. Was habt ihr zwei da schon wieder auszutüfteln, Ben Hardy? What's going on there? Oh, hier ist ein Grafikglitch, guck mal. Die Kante ist irgendwie durchsichtig geworden. Ach so, gehört das gar nicht so. Nein, eigentlich ist da so eine Steinkante drumrum. Ach so. Oh, gut. Ja. Mach ich direkt. Ja, Hardy und zurückschreiben, das ist oft so. Ja. Ne. Ja, aber jetzt können die eigentlich alle mal zusammen nackt baden gehen. Hä? Okay, was? Die beiden. Also Sam und Pam sind gar nicht da. Die sind ausgewendet. Okay. Raus aus dem Haus. Oh, die kennen sich noch gar nicht. Geht mal vorstellen. Verstanden. Jetzt können sie doch alle zusammen, oder? Hey, ich weiß, Hardy. Wir wissen das ja. Alles gut. René kommt zurück. Du willst ja, hier, doch Pam René kennenlernen. Aktuell im Grundstück, im Abhängen. Ja, ich hab in meinem WhatsApp-Chat und so. Hä? 3 Monate alte Nachrichten. Ach so. Die er nicht geantwortet hat. Ist doch normal, oder? Ja, passiert mir auch. Dann und wann mal. Dann und wann mal. Ich antworte meistens ins Gruppen nie. Das traust du dich noch sagen. Ja, es sind halt Gruppen. Was soll man damit? Ja. Jetzt komm doch her, René. Weiß auch nicht. Los, komm her, René. Ja, er wird gleich da sein, sehr gut. Kommt er jetzt auch bald mal? Ja, jetzt können sie alle zusammen. nein, als Sim. Als Sim ins Haus hier. Zum Nacktbaden. Oder willst du etwa nicht mit Hardy nacktbaden gehen? Geil, doch. Ja, habe ich mir doch gedacht. Guckt mal. Oh mein Gott. ja. Ist das nicht schön? Aha. Was denn? Du bist halt irgendwie nicht zu Hause. Du bist geflohen. Oh, Pam hat keine Lust mehr. Sie geht raus. Ja. René hat auch keine Lust mehr, oder? Ja. Ja. Gut, Hardy, dann gehe ich halt Runden schwimmen. Will keiner mit dir mitmachen, also musst du halt alleine. Ich weiß, warum meinst du nicht da? René, Ala, geh mal raus. Ja, René ist draußen. Jetzt bist du allein. Eine Katze? Oh, das ist halt jetzt schwierig, weil ich habe das Haus halt schon für 3 Sim-Parteien ausgelegt. Wäre aber auch kein Problem. Weil brauchen wir halt noch einen Sim, oder? Der da drin wohnt. Ja, ich weiß aber auch schon, wen wir absolut vergessen haben, den ich eh sagen wollte, da müssen wir ein Häuschen bauen. Und wen? Die würde total zu der Truppe passen. Wen denn? Bibi. Okay. Wir haben Bibi vergessen. Wenn sie rein möchte. Bibi, wie sieht's aus? Du bist jetzt gerade in den Lurk gegangen, ne?
willst du Teil unseres wahnsinnig tollen, coolen Sims-Projekts sein? Ja, Sam, du abgehauen. Ich weiß es nicht. Ja. Hardy ist halt auch nicht mit dir befreundet bisher. Das ist halt das Problem. Du bist halt einfach nicht daheim. So, keine Ahnung. Nee, Katze geht Eva. Geht easy Eva. Katze geht Eva. Oh mein Gott. Oh, guck mal, Hardy, du fühlst das Wasser jetzt auch. Oh mein Gott, wie hier einfach Schambehaarung da unten ist, aber kein Pimmelmann dran. Ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott, wieso? Spiel, wieso? Wieso? Das ist ein Pickel da unten. Das ist ein Pickel. Nee, ich glaub, das ist sein. Ja, das soll sein Schniedelwurz sein. No. Voll süß. Die Hand hat ja, René. Oh mein Gott. Kannst du dich wieder anziehen, Hardy, bitte? Nee, Hardy, ich möchte sie nicht anziehen. Soll ich mich auch direkt neben einem AKW hin? Ich liebe die Ranken. Ja, ja, die Ranken sind schön. Also Hardy ist müde. Maximal verstört, ja. Ehrlich gesagt. Dann schläft Hardy jetzt einfach im Hundezimmer. Was für eine Welt, ja. Bin ich neugierig. Ich muss leider schon weg. Viel Spaß. Alles klar, Juni. Ja, die Überraschung kommt morgen. Die kommt morgen. Seit 3 Wochen weiß ich schon und musste es für mich behalten. Jetzt bin ich froh, dass es endlich raus kann. Oh, ich glaube, Hardy hat Kopfbürde. Ah, nee, hat nachgedacht. Komm. Mach mal das dreckige Hundefutter weg. Das Gammel hier. Eieiei. Oh. Die Mädels sind nicht da und Hadi und Rini müssen aufräumen. So muss ja. Das. Ja. Mhm. Ach, gut so. Ja. Absolut. So gehört sich das, genau. Aber hier, guck mal, der Hundehaufen, den muss Hadi jetzt auch wegräumen. Ja, natürlich. Natürlich. Arme Hardy. Ja, ich find's ja witzig. Ich auch. Was ist Hardy jetzt? Das ist meine harte Arbeit. René, du musst das gerne tun. Ne? Yes. Ja, endlich dürfen sich die zwei unterhalten. Ja. Was willst du denn haben? Ja, die liegt halt lieber ein Buch und wenn geht weg. Wow. Muss eigentlich René schon wieder? Ist René wieder abgehauen? Gute Frage. Der wird heimgegangen sein. Denkt sich so, nö. Oh, immer dieser René, immer haut er ab. Das geht aber nicht. Der tut halt das, was er will, ne? Ja, schlimm sowas. Die Sam nackig im Pool will er. Ja, aber Sam ist nicht da und ich habe keine Möglichkeit, sie anzurufen. Das ist das Problem hier. Sie ist halt noch nicht in der Liste drin. Ja, René. Eben. Sam weiß selber nicht mal, wo sie ist. Ja, es ist halt irgendwie gerade ein bisschen trauriger. Problematisch. Mhm. Mager. No. Ja. Ja, René, du musst halt warten. Und du weißt es ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Das passt dann schon. Ja. Ja. Wo ist René denn jetzt? Der wollte doch vorbeikommen. So ist das Lima. Der hat das zu viel hier. Wahrscheinlich. Sam hat die Schnauze so voll.
Absolut, absolut. Zu viel Nacktheit. Viel zu viel Nacktheit. Ich glaube, Sam ist halt einfach verstört von Hardy und ist deswegen geflohen, oder? Das wäre möglich. Also. Das wäre absolut möglich. Oh, jetzt wird sich unterhalten, oder? Ja, jetzt wird geplaudert. Ja. Hardy, da freust du dich, oder? Sam, ist ehrlich. Ja, Hardy. Ja, bist du, Hardy. Das ist doch dein Lebensziel. Ja. Also dein Zweck in Sims. Geil, endlich. Genau. Jetzt säufst du was. Hier, du gönnst jetzt einfach den teuersten Alkohol. Nektartraum. Was oh. Ah. Sam, du verletzt den armen René. No. Tschüss, das war's. Oh. Nee, so geht das nicht. Dann gehen wir jetzt zu René. Ja. Hier. Und dann Pam kommt mit und Sam. Ja, ich hab halt Sam nicht in der Liste. Das ist halt blöde. Das war ich nicht. Ich bade dann lieber mit dir. No. Ist dann können schön. Jetzt alle zusammen wieder nackt baden gehen erstmal. Ja. Bei René im Pool. Ja. Hallo, warum geht ihr nicht da durch? Sagst du jetzt nur, um mich aufzubauen? Mit Kokosnüssen um die Piep. Ich sag's dir, ich hab nicht auf ab 18, ne? Hä? Ich hab nicht auf ab 18. Ja, dann stell's doch mal auf 18. Man muss erstmal an die Tür klopfen, okay. Nicht? Nee. Ich schaukel mich in meinen Stuhl. Beruhige mich ein wenig. Okay, nehme ich. Geil. Hä? Was? Also, ne? Hä? Ja, Sabi, also du musst unbedingt schaffen, dass du Sam in der Liste hast, damit René und Sam endlich knicknack können, weil die zwei... Uff. Die haben doch schon mehrmals. Ach, die haben eh schon mehrmals. Ja, was ist los mit euch? Ich bin froh, du weißt, was er geplant hat. Und dann sah er wieder. Warum mein Account? Das ist doch meine. Ja, eben. Also. Ich streame ja auf meinem. Alles gut, alles gut. Er will jeden Tag, jede Sekunde. Ah, uff. Oha! Dann muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hinfahre. Ja. Nee, wenn ich jetzt alleine hingehe, dann müsste ja eigentlich Sam automatisch da sein, damit ein Sim da ist, um reinzulassen, oder? Ich denke. Wer? Ja, warum renke ich gerade meinen Kiefer aus? Du hast so, die Wüstenparty, deine Mutter. Ja, ist gut. Hadi, ich lade ja das auf YouTube auch noch hoch. Bei der Accounts über Nacht weg. So, hä, was ist passiert? Ja. Ah, jetzt ist Sam zu Hause. Jetzt können die reden. Und dann können wir Sam mitnehmen. Ja, Sam, du bist da. Au, aber Hadi, und weißt du, was jetzt halt auch passiert ist? Pam ist jetzt allein gerade bei René. Uff. Ja, da liegt ein Haufen. Der ist schön, gell? Fuck. Aber jetzt können sie doch zusammen zu René reisen. Das stimmt. Dann kann ich jetzt... Ja. Genau. Können sie da hinreisen. Und Pam müsste ja auch noch da sein. Ja, Hardy, die beiden machen da jetzt gerade Klick-Klack, während du bei Sam bist, um sie abzuholen.
Jetzt setzt Tamis Charakter nur guckt. Ja. Es ist, ja. Hadi, Hadi, Hadi. Es ist doch nichts passiert. Aufs Klo? Nein, nein, nein. Doppelklick-Klack. Ich hab nichts gemacht, alles gut, Bro. Oh, oh, oh. Das gibt Bro-Blut. Charakter ist wieder abgehauen. Sam, du hast einfach keinen Bock auf Menschen, wie es scheint. Sam hat einfach keine Lust auf die Typen. Da, da kommt sie zurück, da kommt sie zurück. Oh mein Gott. It's great. Komm mal back, Sam. Ja, tschüss. Da bist du. Ich weiß. Hä? Im Wasser schwitzen? Geht es? Hä? Keine Ahnung, ich krieg's mal. No, ich glaube, Hadi ist müde. Ja. Ja, komm, Hadi, geh halt ins Bett und lass René mal seinen Spaß haben. Ja, kommt auf die Temperatur an, aber generell. Okay, René, er will keinen Spaß haben, der will zocken. Oh, oh, René, von wegen. Jede Minute, jede Sekunde. Guck, die beiden, die sind hier in den Pools und... Oh, guck mal, der kleine René. Hadi. Hadi. Bist du gerade so fächer im Discord? Da krieg ich... Nee, bist du nicht. Okay. Glück gehabt. Ich habe ihn hochgezogen. Ah, guck mal, wie süß. Ich muss mal ganz kurz... Gott, hoffentlich sieht man das jetzt nicht. Man sieht es. Also da stand gerade, wie soll die Datei geöffnet ja, werden? Ja, das schon. Aber... Oh, ich muss ein anderes Video, aber... kann es leider gerade nicht öffnen, Bibi. Bei Punkt High kann ich nicht öffnen. Aber Bibi, hast du das eigentlich vorhin mitgekriegt? Was wir gesagt haben? Bist du noch im Lurki? Bist du, hörst du uns? Hast du eine Hörweite? Nazi? Anesi? Hä? Alles klar, Bibi. Wir haben gerade gesagt, weil Eva ja gerne Katze werden würde, würdest du eigentlich auch gern Teil dieser wahnsinnig tollen Sims 4 Gemeinschafts-, Nachbarschaftsdingens werden? Weil dann könntest du nämlich bei Marito und Evine in das Reihenhaus ziehen. Was hältst du davon? Oh ja, gerne. Ja. Das ist schön. hast du denn irgendwelche Wünsche, wer bei dir leben soll? Willst du alleine leben? Willst du verheiratet sein? Mit Kind, ohne Kind, mit Katze, ohne Katze, mit Hund, ja, ohne Hund? Momentan ist halt ein Single-Haus, was ich da gebaut habe. Da müsste ich noch mal ein anderes Haus dann bauen. Dann geht es nicht in das Reihenhaus. Ah. Weil ich gehe halt davon aus, dass Eva da drin wohnt, nur in dem einen Reihenhaus. Ah. Ja, dann müsste ich nochmal ein anderes Haus dann bauen. Wenn es mit Familie ist. Aber lassen mal. Warte mal ab, was Bibi sagt. Ja. Ja, René. Ja, ja, der schläft da. Ja. Die war schon geil. ja, René und Sam nicht, Pam.
Was ist da los bei euch, Bro? Und dann wird gebumst wieder im Bibi Bumschrank. Wohnt alleine. Hat okay. sie geschrieben. Das ist gut, dann passt das Haus sogar. Da kann sie direkt bei denen einziehen. Und da muss ich nicht extra ein Haus bauen. Das ist gut. Oh, René, komm mal chat hier im Discord. Oh, da wird die Party in Discord verlagert. Have fun, ihr zwei. Aber René hat jetzt gerade noch mal Spaß mit Hardy. Ja, das ist aber der Real-Life. René hat richtig Spaß jetzt dann. Oh. Lol. Stell dir mal vor, Hardy, also Stephen, würde Pam heiraten und René Sam, dann wären René und Hardy verwandt irgendwie. Stimmt. Oder verschwägert. Das müsst ihr machen. Dann seid ihr verwandt. Ja, oder? Ja, die, genau, ja. Voll die Pläne. Ja, Sam? Was dagegen? Also, ich habe nur mal so laut überlegt und gedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das irgendwie voll cool wäre. Aber guck mal, was da abgeht bei Hardy und René. Ja, ja, die haben auch Spaß. Ist das schön. Die sind richtig außer Atem. Hui. Oh. Hardy snackt jetzt erstmal was. Absolut. Er hat Hunger bekommen dadurch. Absolut. Ah, jetzt. Oh. Oh, ein Schokoladensoufflé. Oh mein Gott, Bibi. Hui. Kannst du mir da was schicken, was du da für eine Mod hast? hui. Sabi. Hm. Das ist hui. Ich. Was? Hardy, der nackt Schokoladensoufflé herstellt. Ja, Hardy. Musst du raussuchen, alles gut. Ja, Hardy, das magst du doch, deswegen. Oh, und du fängst an zu stinken, oder? Ja, du stinkst. Hä, warum macht der jetzt das Schokoladensoufflé nicht weiter? Da, mach das Schokoladensoufflé, los. Gut, dass ich Kopfhörer habe. Ja. Ach nee, Eva. Das ist, weil René möchte nicht, dass er da was macht. Er soll einfach hier so einen Snack nehmen. Ah. Da, nimm einfach ein bisschen Apfelmus. Ja, schön. Der Kleine wird gern raus, aber René hat keinen Bock. Oh Gott. Ja, die stinken. Hardy muss jetzt erstmal dann duschen nach dem Apfelmus. Nein, iss doch erstmal dein Apfelmus. Na gut, dann geh halt erst duschen und iss dann dein Apfelmus. Ist auch okay. Ist das okay? Ja. Ja? Na, die Pinnwand ist voll. Anscheinend ist René sauer. Oh oh. Was passiert? Keine Ahnung. Oha, René hat Hardy rausgeworfen. What? Und jetzt küssen sie sich wieder. Hä? Das war jetzt ein bisschen random. Ich glaube, René bekommt gleich noch anderweitig Besuch und hat die deswegen rausgeschmissen. Das ist möglich. Dann geh halt zu Ingeborg. Mach ich kaputt.
Oh, da ist die Ingeborg. Kokett vorstellen. Oh Gott. Nochmal sauber. Die Inge steht drauf. Oh Gott. Hardy, mit der Inge möchtest du doch was? Na gut, dann halt nicht. Das Punkt, Punkt, Punkt sagt genug. Dann geht Hardy halt nach Hause. Jetzt ist es offiziell. Oh oh. Ja, es ist offiziell. Hardy steht auf Ingeborg. Bye bye, World. Nein. Warum Word? L und D. Funktioniert Word nicht richtig. Nee, du hast Word geschrieben. Du meinst Office. Office Word. Ah. Oh, jetzt weinen. Ja. Nein, ja, das glaube ich auch, Hardy. Das glaube ich auch. Dann hat der Hardy jetzt genug gelitten. Wir gehen jetzt weiter an die nächsten Sims. Ja, der arme Kerl. Hardy, du hast noch gar nicht gelitten, oder? Ich? Ich habe getanzt. Okay, das zählt. Eben. Dann, wen können wir denn jetzt diesmal leiden lassen? Komm. Domo hat noch mal ein bisschen Bock. Dämon hatte noch nicht mit Domo heute. Nein, der René wird nicht gefoltert. Der René hatte gerade ganz viel Spaß mit dir. Hä, nein, eigentlich nicht. Nein, das hier ist Tammy. Ja, nee, Eva. Nein, das wird sie nicht tun. Das wird sie gar nicht tun. Niemals. Niemals. Auch nicht in Sims. Spiel spielen. Auch nicht in Sims. Das gibt's halt echt nicht. Oh. Das ist aber schade. Das ist aber schade, Eva. Ja, wir können Tammy Sims spielen lassen. Ja, lass mich Sims spielen. Das ist besser. Oh, du hast mir ja geschrieben. Im Discord sehe ich gerade. Ja, geschickt. Ah, okay. Screenshots. War ich kurz verwirrt. Nun, die hat mir auch geschrieben, sehe ich gerade. Oh. No. Ist das süß. It's das cute. Oh. Mit dieser Bildschirmaufnahme. Jedes meistens nicht, wenn mir auf Discord geschrieben wird, während ich OBS offen habe, weil ich kriege dann keine Benachrichtigungen. Ja. Ich sehe es dann auch per Zufall nur, wenn ich links unten mal hingucke. Ich gucke einfach nie hin. Ich gucke immer nur in Chat oder in OBS und so. Ja, kann ich verstehen. Hintergrund. Okay, Basti hat eigentlich ein eigenes Bett, aber ja. Will er nicht. Basti will natürlich wieder mal nicht im Bett schlafen, ist klar. Ja, scheint so. Ja, wir drücken ganz fest die Daumen, Eva. Ganz fest. Ja, hoffentlich klar. Und Charlie ist halt jetzt einfach oben gefangen, weil er noch zu klein ist, um die Treppe runterzugehen. No. Alles nur, weil Woba ihn hochgetragen hat und nicht mehr runterträgt. Ja. Woba, schäm dich. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Der ist doch gegangen, als es an Ethan Mystic gehen sollte. Ja, selber schuld. Selber schuld, Woba. Können wir alles mit ihm anstellen? Ja. Ja. Slowmo geht jetzt erstmal in sein Whirlpool-Nacktbad, macht einen Poolstream für
die ganzen Leute da draußen. Ja, richtig verändert dieser Wova. Absolut, Hardy. Absolut. Ja. Absolut. Es ist traurig. Der Junge da immer fabriziert. Ja, da kann ein Dämon noch dazukommen und Hardy kommt noch dazu. Und wer soll noch mit nackt baden? Schwalle haben wir noch gar nicht gesehen heute. Lil Bro haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, Lil Bro geht da noch nackt baden. Lomo, geh wieder rein. Und Mystik kann auch noch mal. Der hat zwar schon gelitten mit dem Schlammbad, aber das ist so egal. Wir schmeißen einfach alle rein. Basti muss auch mal mit. So. Schwalle. Mystik erschreckt sich einfach bei den Nacken. Die wollen alle nicht. Oh, weil Dämon da drin ist nackt. Deswegen wollen die nicht. Uff. Ja. Uff. Wow. Ganz schön traurig. Die sind alle nicht in der Verfassung. Ja. Will Basti mit Slow-Mo nackt? Ja, Basti und Slow-Mo machen. Oh, Basti und Slow-Mo machen es bequem. Eigentlich. Ui. Könnten die beiden jetzt da drin Oh. Ein Pool machen? Na? Nee, die müssten dafür beide immer raus. Das ist ein bisschen blöd. Na. Das schade. Ist schade. Das wäre cool gewesen, wenn sie im Pool sich gegenseitig ein bisschen, ja? Ja, das stimmt. Weißt schon? Ja. Weiß, was du meinst. Ja. Mein Hund hat die ganze Zeit so Zuckungen irgendwie. Und dein Kiefer hängt schief. Kannst du zum Abschluss Wova ins Bett liegen lassen und ich darf durch den Schlitz gucken? Ja. Ich will spannen. Weiß ich gerade nicht da und krieg nicht mit nichts mit. Kommt dann hier hin? Hardy? Nein! Hardy, du hast doch dein eigenes Bett. Hardy, du willst aber auch jeden, ne? Du willst aber auch ist halt jeden. Ist halt echt so. Wova, komm, geh du jetzt hier ein Nickerchen machen. Ja, aber wirklich. Aber wirklich, ich will was sehen hier. Ja, du wartest schon da. Ja. Wova geht jetzt rein. Hardy steht da auf. Rosenblätter. Gut, Hardy, du bist jetzt hier. Ja. Jetzt kommst du gerade hier durch. Ja. Und das ist deine Sicht. Oh! Ich sehe Wovas Arsch. Ja. Nett. Ich bin begeistert. Rosettenreiter 99, steht's zu Diensten. Ja, Hardy, ja, das bist du wirklich. Ja, also ich bin glücklich, muss ich sagen, ja. Ja, sehr das glücklich. Ist schön. Das ist schön, das ist sehr schön. Mhm. Mhm. Das ist doch herrlich. Das ist ein schöner Abschluss, gell? Ja, also die Fenster sind optimal. Muss ich ja schon sagen. Da kannst du einen schönen Wova beim Schlafen beobachten. Ja, hier. Der Arme, der ist so nichts ahnend, unschuldig schläft er. Und du guckst dann einfach da durch. Unschuldig. Pff. Unschuldig. Da bist du. Ja. Ja. Sehr schön, würde ich sagen. Sehr schön mache ich das. Absolut. Aber, was wir auch noch machen könnten. Ja. Hä, wo ist hier bitte ein Kind? Was? Bin ich schwanger? Eigentlich nicht. Ich hab doch nur mit Pam, hast du gesagt. Ja. Sicher? Ja. Also halt, wo ich dabei war. Ich weiß nicht, was die Sims da sind.
Geht's mir gut? Ich weiß es nicht. Ich muss Pipi und gehen in Wovas Zimmer. Toll. Nein, ja, Pam, du bist Papa. Scheiße. Nein, also es könnte auch sein, weil ich habe ja diese Mod installiert. Ja. Wo man Haushalt und so einstellt. Ich habe den Sims recht viele Freiheiten zugesprochen, dass sie halt von sich aus rummachen können. Und vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen, dass die Sims sich jetzt von alleine... Ich schau mal in meine Freundesliste, mit wem da irgendein... Ja, eigentlich nur mit Pam. Aber ich weiß gar nicht, ob es aufgelistet wird, wenn die Sims halt... Ja, aber da muss doch das Rosane wenigstens ein bisschen voll sein. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob sich das aktualisiert, während der Sim nicht gespielt ist, weil das halt nur über diese Mod läuft. Oh. Ja, danke, Hadi. Danke. ich wollte eigentlich... jetzt nicht unbedingt. Ich meine. Oder kann es sein, dass die Katze als Kind zählt, weil die eben noch ein Baby ist? Ja, ich hoffe mal. Warte mal, wir probieren es mal mit Basti, der ist ja im selben Stockwerk. Ja. Ah, nee, okay. Ich glaube, das liegt halt echt an der Katze. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht, aber. Stell dir mal vor. Ja, Eva, du bist reingekommen. Juhu. Ja. Aber es wäre, also ich glaube, Pam hätte sich jetzt gefreut, wenn sie in Sims Papa geworden wäre. Ja, aber... Also Tammy, ja. Dann musst du noch mal hin dann und ihr den Wunsch erfüllen. Oder? Darf ich bitte erstmal ohne Kind bleiben, bitte? Na gut. Weil hatte ich jetzt nie vor und so. Also, ja. Guck mal, was die schläft da an Wüstigs Fußende. Oh, so sehr cool, Eva. Oh, Basti geht einfach nicht ins Bett. Ja. Ja. Sehr schön. No, Pam ist jetzt traurig. No, Pam, das klappt schon noch, aber ich bin die Falsche dafür. Wir können ja mal schauen, vielleicht passiert ja da was, wenn ich den Regler nochmal höre. Weil ich habe jetzt halt diesen, dass die Sims die Chance haben, sich einfach so random zu paaren, auf 50 hochgestellt. Ich könnte ihn mal noch ein bisschen erhöhen. Nein. Das kontrollieren wir schon. Doch, doch. Ich will da keine Kinder haben da drin. Ja, du kannst ja dann zur Adoption fragen. Wow. Wow. Nein, das machen wir nicht. Wer weiß. Wer weiß, sagt sie einfach, wer weiß. Vielleicht stelle ich ja, wenn ich mal wieder allein spiele, den Regler einfach ein bisschen höher, weil er ist auf 50. Ja, Leihmutterschaft. Genau. Ja, wie gesagt, du schaffst das schon. Ja, zur Not. Nee, das sag ich jetzt nicht, sonst ist Hadi wieder getriggert. Nein, nicht mit René. Das habe ich nicht ausgesprochen. Aber gedacht. Das hat Tammy ausgesprochen. Aber du hast das gedacht. Ja, aber guck, Hadi will das, er schreibt, es macht doch mal Kind. Also möchte er, dass René und Pam da. Guck. Nein, es war ein Scherz. Ja. Keine Angst, Hadi. Aber ich stelle den Regler vielleicht nochmal ein bisschen hoch dann. Nein. Ich könnte bei dir einstellen, dass du keine Kinder kriegen kannst. Bitte, danke. Okay. Kennzeichnung. Keine Nachkommen. Ja. Ein Sim mit dieser Kennzeichnung wird niemals Kinder bekommen oder eine Schwangerschaft beim anderen Sim verursachen. Danke. Das ist schön. Ah, jetzt habe ich den ganzen Haushalt damit gekennzeichnet. Oh. Ja, da sollen eh keine Kinder rein. Ich meine, die machen so viel Knickknack. Willst du ein Kind? Mit William, aber sonst mit keinem. Du willst ein Kind? Mit William Williams. Ja, nur, aber nur wenn das ein Geist wird. Wenn es kein Geist wird, dann wird es gekillt. Okay.
Okay. Ja. Oder ein Alien. Ein Geist oder ein Alien. Okay. Was anderes. Ja. Ja. Ja, ganz normal. Ganz normale Wahnsinn. Aber die Tiere können jetzt halt auch keine Jungen kriegen. Da muss ich nochmal zurücksetzen. Ja, gut. No. Ja. Guck mal, wie süß. Oh. Lacey. Aber guck, Hardy, jetzt kannst du glücklich sein. Jetzt kannst du so viel rummachen mit allen möglichen Sims auf der ganzen Map, ohne dass da was passiert. Das stimmt. Lisa, hallo! Hallo! Du kommst pünktlich zum Ende. Feierabend. Ja. Aber keine Angst, ich lade sowieso auf YouTube auch noch hoch. Ich auch. Morgen gibt's auf YouTube zu sehen. So wie immer. Ja. Absolut. Absolut. Aber heute gibt's vielleicht eh noch einen Abendstream, denke ich mal. Und eventuell nachher Basti, hat er ja gemeint. Mal gucken, ob von ihm was kommt. Bei Woba weiß ich nicht, der macht das auch immer spontan. Aber ja, ihr seid bestimmt gut unterhalten. Also da klicke ich jetzt mal auf Ja. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja, absolut, absolut, Hadi, absolut. Nein, ja. ich könnte ja noch mal weitermachen. Ja, na siehste, ich glaube auch, dass das die bessere Zeit ist, so Mittag, weil jetzt hat Sabi dann Feierabend und dann passt das. Als wenn ja, dann sie kann dann, ich schlafen. Als wenn sie dann um 17 Uhr wieder anfangen müsste. Ah, ich glaube, das ist schon besser so. Ich muss mal schauen, ob ich schlafen gehe vielleicht. Belästige ich noch Leute? Oh ja, Horst Günther mag singen. Oh ja. Ja. Natürlich liebt er singen. Ja. Ja, ja. Also, ja, Leute, es war wie immer schön, dass ihr alle da wart. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Ja. Und, Sabi muss sich auch verabschieden. Die ist ja bei mir dabei. Ja, ich bin ja bei dir im Stream. Ja, also. Stimmt. Das freut uns, wenn es euch gefällt. Und Sims dann wieder Donnerstag, 12.30 Uhr. Zeitplan findet ihr bei mir auf Twitch. Und ja, Sabi weiß sowieso auch Bescheid. Ja. Bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Bye, bye. Tschüss.